Hallo, meine lieben Freunde. Ich komme noch einmal auf das Zauberwort Magie. Magie, darf man daran glauben? Darauf gibt es zwei Antworten. Ja, warum nicht? Und nein, denn wir befinden uns nicht im finsteren Mittelalter. Durchleuchten wir zuerst das Ja. Auch wenn die Wissenschaft manche übersinnlichen Phänomene als natürliche Wettererscheinungen, als Humbug oder vielleicht als Betrug entlarvt hat, können sie oftmals keine Erklärungen über gewisse Phänomene geben. Sie stehen ratlos davor. Magie kann die Menschen einfach auch verzaubern. Wir selbst sagen zum Beispiel nach einem Konzert oder Theaterbesuch, das war Magie. Wenn uns die Vorstellung entzückt hat, der Künstler es geschafft hat, Gänsehaut an die Zuhörer zu bringen, während ein anderer, der technisch genauso versiert ist, nur höflichen Applaus bekam. Doch das ist allerdings eine recht harmlose Magie. Es gibt weitaus stärkere, eindrucksvollere Situationen, wo eine kraftvolle Magie im Spiel ist. So gilt doch für jeden Einzelnen zu erforschen, welche magischen Möglichkeiten er gehen mag und bereit ist, über den Tellerrand zu sehen. Shakespeare sagte schon in Hamlet: Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schönheit sich erträumt. Das kann man wohl kaum besser beschreiben. Und natürlich ist das Nein nicht ganz so ernsthaft gemeint, denn der Glaube an die Magie ist tief im Menschen verwurzelt. Auch religiöse Riten lassen sich im Ursprung zum Beispiel auf die Magie zurückführen. Auch Psychologen sehen ihre psychologische Richtung eng mit der Magie verwurzelt. Man muss nicht nur an den schwarzen Raben auf der Schulter denken, um an Magie zu glauben. Doch selbst im aufgeklärten 21. Jahrhundert gibt es noch immer Länder, in denen die Macht der Magie so stark ist, dass es gefährlich werden kann. Geschieht dort ein Leid oder Unglück, was sich nicht plausibel erklären lässt, wird gleich von Zauberei oder Hexerei gesprochen. Auch in islamisch geprägten Ländern wird von der Magie und deren magischen Praktiken gesprochen, sogar Gebrauch gemacht. Das Problem an den Glauben der Magie ist, wenn man sich danach oder davon beherrschen lässt. Das heißt, man gibt die Verantwortung für das eigene Schicksal ab. Damit steigert man das eigene negative Denken, sucht nicht mehr nach dem eigenen Ausweg und stürzt sich somit in Depressionen oder Angstkrankheiten. Die Kraft der Magie ist etwas Geheimnisvolles und wird es auch immer bleiben. Aus diesem Grunde sollte der Mensch selbst entscheiden, wie er mit der Magie umgeht. In diesem Sinne solltet ihr selbst entscheiden, was Magie für euch bedeutet. Seid ihr aber nicht klar darüber, so ruft mich an. Ich helfe euch gern. Die Telefonnummer seht ihr hier unten. Herzlichst, eure Deria.